Ja, recht schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum Eröffnungspanel der Tage der Akademie, der Deutschen Akademie für Fernsehen. Wir haben ein großes übergeordnetes Thema, das der Nachhaltigkeit. Und wir starten jetzt gleich mit dem ersten Panel zum Thema grünes Produzieren. Im weiteren Verlauf werden noch andere Themen aufgegriffen, wie natürlich der Fachkräftemangel oder auch der Strukturwandel in der Medienproduktion und Innovation in der Medienproduktion. Das heißt, es wird ein interessanter Tag und ich freue mich, das erste Thema zum grünen Drehen mit dem Green Motion Label oder dem Green Motion Pass eröffnen zu dürfen und habe 4 zauberhafte Expertinnen dabei. Ich darf begrüßen Christa Lassen. Christa Lassen ist Produktionsleiterin, vornehmlich bei vielen TV-Produktionen natürlich als Produktionsleiterin tätig, aber insbesondere bei der Network Movie, bei Studio Zentral, aber auch bei X-Filme und anderen. Eigentlich hieß es, Sie sind im Urlaub oder Sie wollen sich eine Auszeit nehmen, weil wir wissen es alle, der Fachkräftemangel ist da. Das heißt, Sie haben unheimlich viel zu tun. Es freut uns, dass Sie sich heute die Zeit nehmen konnten und wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Herr Professor Karl Bergengrün, ich darf auch Sie begrüßen. Es ist uns eine Ehre, Sie als, ich nenne Sie jetzt einfach mal Vater, Urvater des grünen Produzierens in der Film- und Fernsehbranche begrüßen zu dürfen. Sie sind Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und Vorsitzender des Arbeitskreises Green Shooting. Sie werden auch gleich als Erster, glaube ich, nach der Vorstellungsrunde zu Wort kommen. Toll, dass Sie da sind und wir freuen uns auf Ihren Input. Ja, da gibt es viele, aber vor allen Dingen bin ich nicht Professor und ich sage das gleich, damit ich nicht wie zu Gutenberg jetzt nach Amerika auswandern muss. Also nichts Professor. Okay, ich kann in die Glaskugel gucken und denke, dass es beim nächsten Mal vielleicht doch den Professor gibt. Ich begrüße Feline Roggan. Feline, wir duzen uns, du bist Schauspielerin, wir kennen uns seit einigen Jahren aufgrund deiner Position und deiner Funktion und Initiative für die Changemakers Film. Du bist bekannt aus vielen TV-Produktionen, insbesondere, wir bleiben jetzt mal in der Region Berlin-Brandenburg, aus Jerks 1 bis 4 und aber auch aus Geschichten im Totenwald und Tatorten. Freut uns sehr, dass auch du die Zeit hattest, heute hier dabei zu sein und es ist uns unheimlich wichtig, dass wir euren Input von den Changemakers natürlich hier auch bekommen. Jan Diepers, aus Lüneburg angereist, freut uns sehr. Sie sind Geschäftsführer der Studio Hamburg Serienproduktion. Sie sind verantwortlich für die Roten Rosen und es wird uns sicher freuen zu erfahren, was es mit den Grünen Rosen auf sich hat. Von daher herzlich willkommen, Herr Diepers. So. Wir starten jetzt, versuchen das Thema erstmal ein wenig einzuordnen. Es geht um das Green Motion Label. Woher kommt es? Wer hat es initiiert? Wer vergibt es? Und wie funktioniert die Vergabe? Herr Bergengrün, Sie haben das Wort. Sie gleich 4 Fragen. Okay. Ja. Ich fange mal an mit dem Arbeitskreis Green Shooting. Besteht aus allen großen deutschen Sendern und Streamingdiensten inklusive Netflix, großen und Produktionsfirmen, aber auch kleinen Produktionsfirmen. Und wir sind seit 5 Jahren dran, grünes Produzieren weiter nach vorne zu bringen. Das war startete hoffnungsvoll und dann stellte sich heraus, es ist viel schwieriger als gedacht. Erstmal, diese Branche hat sehr hohe Emissionen und es ist ganz schwierig, sie runterzubringen. Dann gab es einen über viele einzelne Aktivitäten, die ich jetzt nicht nennen will, eine, über die wir vielleicht reden könnten, das sind die 100 grünen Produktionen gewesen. Da war zum Beispiel auch die Roten Rosen der Serienwerf dabei, wo in einem Modellversuch alle großen Dailies, aber auch 20 Serien, Einzelfilme versucht haben, nach Kriterien, die Philipp Gassmann entwickelt hatte, der eigentliche Vater oder Großvater des grünen Produzierens, das umzustellen. Das war wir haben es genannt, ein Feldversuch. Und auf dieser Grundlage sind entstanden die ökologischen Mindeststandards, die seit Anfang dieses Jahres gelten, die der Arbeitskreis entwickelt hat, zusammen mit den Changemakers. Und die gelten seit 1. Januar und schreiben verbindlich vor, Regeln vor, vor allen Dingen in den unterschiedlichsten Bereichen von
Reisen, weniger Flugreisen, über Energie, weniger Transport, Ökostrom, bei dem Thema Catering, einen vegetarischen Tag pro Woche und Bioessen. Also eine ganze Menge an Vorschriften, die man erfüllen muss, um dann das Label Green Motion zu bekommen. Das ist ein sehr guter Überblick, aber das heißt, wir feiern eigentlich heute fast Geburtstag. Ein Jahr gibt es das Green Motion Label. Uns würde natürlich interessieren, wir gucken ja heute so ein bisschen dahinter, wie kann man mit dem Green Motion Label arbeiten. Das ist auch ein Praxischeck. Es ist ja bisher ein freiwilliges Label. Jein. Also, es machen 6 Förderer mit. Die machen das heute schon seit 1. Januar als Voraussetzung für ihre Förderproduktion. Und außerdem haben sich viele der Sender und Streamingdienste verpflichtet, einen Teil ihrer Produktionen oder alle Produktionen, Netflix Deutschland zum Beispiel hat gesagt, alle Produktionen, die wir in Deutschland herstellen, nach diesen Kriterien herzustellen. Also es sind aber alles Selbstverpflichtungen, aber es sind Verpflichtungen. Ja, Selbstverpflichtungen kennen wir auch von den Produzenten. Der Produzentenverband hat eine Selbstverpflichtungserklärung gemacht und auch die Changemakers Film haben eine Selbstverpflichtungserklärung gemacht. Man kann eigentlich sagen, dass es hier natürlich aufgrund der Initiative, die hier von der Förderung ausgegangen ist, also von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und auch der Hamburg-Schleswig-Holstein, der Moin-Filmförderung, zusammen mit den Dienstleistern und auch den Sendern. Also ich würde sagen, es ist fast wie im Garten. Es gab ganz, ganz viele Pflanzen, die aber dieselben Bedingungen brauchten und verlangen, um zu wachsen. Und so finde ich das ein bisschen so ein grünes Bild. Aber die Changemakers, wenn man sich euren Katalog anguckt, ihr habt eine Selbstverpflichtungserklärung gemacht als Initiative, in der ihr wen bittet, die zu unterschreiben und was ist euer Ziel gewesen mit der Initiative Changemakers Film? Ihr wart, ich meine, 2 Jahre später, ihr seid seit 2019 am Start, aber was sind 2 Jahre heutzutage, ne? Das ist ja recht schnell. Es kann viel passieren in 2 Jahren. Also 2019 habe ich mich mit 3 KollegInnen zusammengetan. Wir waren alle schon relativ aktiv in unserem Privatleben, in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und dann haben wir uns gefragt, wo können wir noch ansetzen? Wo sind Hebel, die wir haben? Wo können wir was verändern? Fernab von für Fridays for Future haben wir uns ein bisschen zu alt gefühlt und wir wussten nicht so richtig. Und dann haben wir uns gedacht, was passiert eigentlich da, wo wir arbeiten und wo wir uns auskennen? Was ist mit der Filmbranche? Dann haben wir 2019 auf der Berlinale ein Panel gemacht, um genau das rauszufinden. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und da haben wir bei allen, die schon aktiv waren in der Filmbranche und sich für grünes Produzieren eingesetzt haben, haben wir mal versucht abzufragen, was fehlt denn noch an Initiative? Und da kam raus, dass SchauspielerInnen sehr oft als Verhinderungsargument benutzt werden. Dass sehr viele Produktionsfirmen zum Beispiel gerne Strukturen verändern würden, aber dass wir SchauspielerInnen dem entgegenstehen, weil wir auf Luxus bestehen zum Beispiel und gerne fliegen möchten oder alleine im Auto fahren oder in so und so einem Hotel wohnen. Und deshalb ist unsere Selbstverpflichtung von Seiten der Filmschaffenden, haben wir gedacht, machen wir ein Kommunikationsangebot, um dieses Argument zu enthebeln und zu sagen, wir sind bereit dafür, für diese ganzen Punkte, wir würden auch gerne Veränderungen anschieben und diese alten Strukturen überdenken, weil die Zukunft aller Branchen muss nachhaltig sein und es muss schnell gehen, die Transformation. Deshalb, weil wir die Zeit nicht haben, deshalb ist es doch am besten, ein Kommunikationsangebot zu machen und zu sagen, wir sind bereit dafür, wir bitten darum, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. Dann haben wir einen 13-Punkte-Plan aufgestellt, der betrifft alle Gewerke, weil wir das auch nicht nur für die SchauspielerInnen machen wollten, sondern Film ist Teamwork. In jedem Gewerk sitzen Leute mit einer ganz speziellen Expertise für ihren Arbeitsbereich und da ist oft schon sehr viel Wissen und auch sehr viel Bewusstsein und Bereitschaft, diese zu verändern. Und wenn alle diese Filmschaffenden nach vorne treten und sagen, wir möchten das gerne ändern, dann ist es ja auch eine Hilfe für die Produktionsfirmen, für die Sender,
um wirklich Veränderungen herbeizuführen. Deshalb haben wir diese Selbstverpflichtung aufgesetzt. Da haben bis jetzt ungefähr 600 Menschen unterzeichnet. Und das haben wir in der Corona-Zeit 2020 gemacht, in den Lockdowns, als Drehpause war, das per Zoom aufgesetzt. Und in der Zeit hat sich tatsächlich viel verändert. Dann sind wir von Herrn Bergengrün eingeladen worden in die Arbeitsgruppe, die diese ökologischen Mindeststandards hergestellt hat. Und auch das ist ja wichtig und ein Zeichen daraus, dass es aus der Branche heraus den Willen zur Veränderung schon gibt und dass sozusagen ein Angebot ist an die Politik, das dann auch in Regularien, in Gesetze einzubinden, dass die dann strukturell auch diese Transformation erleichtern, weil es ist immer leichter sozusagen, wenn es klare Regelungen und auch einheitliche gibt. Das ist ja das, was du gerade meintest, dass es sehr viele unterschiedliche Pflanzen gibt und Initiativen und Bewegungen und die müssen jetzt irgendwie zusammengebracht werden, damit nicht in jedem Bundesland bei jeder Produktion ein neues Regelwerk zugrunde liegt und das für die Leute sehr anstrengend wird, rauszufinden, was sind denn jetzt die Regeln, wie muss was wann gemacht werden. Ja, ich denke, es ist sehr, sehr viel, also ich meine das wirklich so, dass sehr viel parallel passiert ist. Das eine ist natürlich die Willensäußerung und die Erkenntnis und natürlich auch die politische Verpflichtung. Andererseits, glaube ich, ist die Erkenntnis auch sehr groß, dass insbesondere ihr als Filmschaffende, als Schauspielerinnen, als Produzentinnen, also einerseits werden die Filme über den Klimawandel gemacht und über die Probleme, die es überall auf der Welt gibt und andererseits guckt man sich die Produktionsprozesse an, dann oder hat man sie sich angeguckt, dann musste man auch sagen, hey, wir sind wahrscheinlich sowas wie die sehr große Umweltsünder und wir müssen das ändern. Das passiert eben parallel. Trotzdem, glaube ich, ist es ja auch gar nicht so einfach, die Nachhaltigkeit konsequent durchzuführen und es ist fast auch eine, will nicht sagen eine Wissenschaft, aber es ist ein Wissen, was Personen am Set haben müssen, das sehr, sehr speziell ist und deshalb, Herr Bergengrün, haben Sie ja in den Mindeststandards vorgeschrieben, es gibt Soll-Auflagen und es gibt Muss-Auflagen und eine Auflage, die auf jeden Fall von jeder Produktion, die dieses Green Motion Label haben möchte am Ende der Produktion, eine dieser Muss-Auflagen ist ja, dass ein Green Consultant am Set sein muss und also ein Green Consultant ist nicht, wer ist er, was macht er und verbunden natürlich mit der Frage nach der Prüfung und nach der Nachweispflicht. Also wie können und müssen Produktionen denn Ihnen gegenüber darlegen, wie grün Sie und dass Sie nachhaltig gearbeitet haben? Wir haben früh im Arbeitskreis gemerkt, ohne eine Begleitung und Unterstützung von jemand, der dafür ausgebildet und eingesetzt ist, wird es nicht gehen, zumindest in dieser transitorischen Phase der nächsten Jahre. So, und dann haben wir gesagt, dafür müssen wir im Grunde einen Berufszweig gründen und schaffen. Und dann haben wir nach einem Wort gesucht, dann haben wir überlegt, Green Supervisor, und fanden wir das mit einmal zu dominant. Dann haben wir es irgendwann Green Consultant genannt. Und daraus ist jetzt richtig ein Berufsfeld geworden. Und genau wie Sie sagen, die sind am Set dabei und was noch wichtiger ist, in der Vorbereitung dabei, denn die entscheidenden Weichen werden in der Vorbereitung gestellt. Geht man, produziert man an vielen Sets oder an wenigen, was für Materialien nimmt man etc. Die Kontrolle findet aber nicht, von der Sie jetzt sprechen, die findet nicht durch die Green Consultants statt, sondern die wird hinterher dann vorgenommen von im Moment dezentral organisiert. Bei uns zum Beispiel, wir bei der MFG lassen es die PwC machen, die dann die Abschlussberichte sich kommen lässt, auch einzelne Belege und Nachweise anfordert und dann feststellt, Label, Bedingungen für das Label erfüllt oder auch nicht. Und man muss sagen, wir erleben es sehr oft im Moment, dass die Kriterien nicht alle erfüllt werden können. Das hat damit zu tun, dass wir sehr ambitioniert rangegangen sind, sehr viel gefordert haben. Sie nicken. Wir wissen, also das ist eine ganz große, viele Rückmeldungen, die wir kriegen, dass es im Moment für viele Produktionen fast nicht zu schaffen ist. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen für die Zukunft. Ja, wir gehen da auch wirklich jetzt so ein bisschen in die Gewerke rein, wo wir so ein bisschen beleuchten, was funktioniert schon gut, was sind die Erfahrungen, was lassen Sie sich als Produzenten und Produktionsleiterinnen einfallen und welche gesamtgesellschaftlichen Probleme, vor welchen Problemen steht die Branche noch in der Erfüllung dieser Vorgaben. Ich würde
doch dennoch gern mit dem Thema Catering beginnen, denn auch hier waren die Changemakers sehr aktiv. Ihr habt eine Umfrage gemacht, zusammen mit Crew United, zum Thema Catering. Ich bin sehr erstaunt, weil über 6.000 Leute daran teilgenommen haben und es eine Beteiligung von 98% waren bei dieser Umfrage. Und ich kann mich erinnern, wann immer wir eine Umfrage gemacht haben, durchaus auch zu wichtigen Themen, da war die Beteiligung 15%. Von daher eine, ich würde sagen, repräsentative Umfrage mit welchen kurz gefassten Ergebnissen, Feline? Also wir haben die Umfrage gemacht, weil auch in der Arbeitsgruppe zum Beispiel bei den ökologischen Mindeststandards, das Catering ist immer ein sehr emotional belegtes Thema und es geistern, würde ich sagen, viele gefühlte Wahrheiten darum. Da haben wir nämlich, also da wurde oft argumentiert, nicht nur da, sondern generell auch, hat man ja auch zum Beispiel bei der VW-Kantine oder so gesehen, dass es sehr wickt und dann auch in den medialen Diskurs irgendwie auftaucht. Und da, gerade beim Catering und beim Fleischkonsum, wird den Technik-Departments das zugeschrieben, was in Sachen Luxus den SchauspielerInnen zugeschrieben wurde, nämlich, dass diese Menschen aber bei ihrer Arbeit jeden Tag Fleisch brauchen und wollen. Und dann haben wir nämlich zuerst auch zum Beispiel mit dem Lichtverband gesprochen und die mal dazu gefragt, was die denn dafür halten. Und die meinten dann, bei denen ist das genauso. Die Hälfte von denen ist auch schon vegetarisch oder vegan. Also auch da hat sich in den letzten Jahren eine große Bewusstseinsänderung und eine Änderung in der Ernährungsweise und auch in dem Wissen, was wollen wir essen und konsumieren, geändert. Und sie möchten nicht mehr vorgeschoben werden als Verhinderungsargument. Und um Zahlen dafür zu kriegen und das wirklich einmal in Fakten zu gießen, haben wir über Crew United, wo ja die meisten Filmschaffenden registriert sind, diese Umfrage gestartet. Und da ging es vor allen Dingen darum zu gucken, was sind denn die wirklichen Bedürfnisse der Teammitglieder, um das dann auch beim Catering abbilden zu können. Weil im Moment ist es meistens so, dass es jeden Tag zu jeder Mahlzeit Fleisch gibt. Und um das servieren zu können, muss auf konventionelle Massentierhaltung zurückgegriffen werden. Da kann halt nicht biologisch, regionales Fleisch, ist da zu teuer. Und dann wollten wir erstens wissen, wie oft diese Menschen denn eigentlich Fleisch konsumieren in ihrem Alltag und ob sie das reduzieren möchten oder nicht und in welcher Qualität sie es gerne hätten. Und das Entscheidende oder die beeindruckendste Antwort, finde ich, ist, wir haben gefragt, ob sie damit einverstanden wären, nur einmal die Woche Fleisch oder Fisch am Catering angeboten zu kommen, aber dafür in hoher Bio-Qualität. Und 83% haben gesagt, das möchten sie. Das finde ich, da seid ihr schon einen Schritt weiter gegangen, als es die Mindeststandards tun, weil die Mindeststandards sprechen bisher, also es sind, glaube ich, 7 Kategorien oder 8 und davon sind allein 6 Kategorien Muss-Kategorien. Eine davon ist zum Beispiel, dass wirklich Bio-Erzeugnisse benutzt werden müssen zu 50%, wenn das geht. Es gibt die Auflage, einen Veggie-Day zu machen, im Gegensatz zu eurer Umfrage. Ich glaube, da wäre noch Luft nach oben, da kann der man noch... Der eine war schon hart erkämpft. Genau. Ja, der eine war hart erkämpft, aber wenn man hört, dass 83% sich dafür aussprechen, nur einen Fleischtag zu machen, finde ich das schon wichtig. Und so könnte man natürlich diese Standards, ich will es jetzt nicht in den Raum stellen, aber durchaus nochmal anpassen. Ich würde aber Herrn Diepers, Sie haben hier sehr zugestimmt, wirklich fragen wollen, wie klären Sie das bei den Roten Rosen? Sie sind eine Studioproduktion, Sie haben Catering und Sie, so habe ich Sie in den Vorgesprächen erlebt, Sie stehen hinter dem Thema grüne Filmproduktion und beim Catering sind Sie ziemlich, nicht rigoros, will ich nicht sagen, nein, aber Sie setzen diese Mindeststandards um. In welcher Form? Ja, wir setzen die Mindeststandards um und wir haben auch den Veggie Day, der bei uns intern leider auch der Burger King Day ist, weil dann doch einzelne Teammitglieder sagen, okay, ich gehe zu Burger King. Interessanterweise ist aber auch ein Kollege, weil er vegan war, zu Burger King gegangen ist, weil er das bei uns auch nicht gekriegt hat. Also insofern muss man allgemein darüber nachdenken, heutzutage, wie kann gekocht werden, was kann man anbieten.
Ich bin da nicht ganz so rigoros. Ich bin sehr für Bio-Qualität, das tun wir auch, das setzen wir auch um. Das ist auch leichter, in Lüneburg das regional zu organisieren für das Catering, als wenn ich jetzt on the road bin. Also das sind einfach die großen Vorteile einer Studioproduktion. Das, was mich ein klein bisschen stört, ist, dass wir 3 Mahlzeiten im Moment anbieten. Und davon sind eben noch 2 fleischig. Und eine ist nur vegetarisch. Das heißt, ich finde, wir... Am Veggie Day ist auch nicht der ganze Tag vegetarisch, doch, sondern dann nur eine. Doch. So. Veggie Day ist komplett, aber an anderen Tagen haben wir 2 fleischige Sachen und vegetarische. Und wir sollten hingehen und zu sagen, okay, derjenige, der nicht auf sein Fleisch verzichten möchte, den machen wir noch das Angebot. Aber wir bieten einfach attraktive und gut schmeckende Alternativen. Weil was der Veggie Day gebracht hat, ist natürlich, dass viele Leute auch Sachen entdeckt haben, die sie vorher nicht hätten ausprobiert. Muss man auch ganz klar sagen. Aber die Masse muss reduziert werden. Und das sagt ja auch im Endeffekt die Umfrage. 80% hast du gesagt, wären bereit, nur einmal in der Woche Fleisch zu essen, wenn die Qualität gut ist. Ja. Und insofern müssen wir, um ein Umdenken zu erreichen, müssen wir einfach das Angebot attraktiver machen und anders gestalten. Einfach nur die Regel einzuhalten, reicht da nicht aus. Also es ist diese Art von Umdenken. Eine andere Art von Umdenken, die dadurch natürlich bei uns in der Produktion auch entstanden ist, nur als ein anderes Beispiel, ist ein ganz anderer Tag, den ich jetzt für uns wiederum CO2 und nachhaltig interessant finde. Als wir irgendwann in der Geschichte, wir greifen auch immer wieder Themen in der Geschichte auf, über Containern eine Geschichte gemacht haben, kam dann der Vorschlag auch aus dem Team zu sagen, hey, wir haben hier ein Buffet und das findet jeden Tag statt und es ist jedes Tag irgendwas übrig. Warum machen wir eigentlich nicht Leftover Friday? Und seitdem ist es tatsächlich so, dass am Freitag all das, was in der Woche vorher nicht wirklich aufgebraucht worden ist, angeboten wird. Und das ist etwas, was vom Team sofort verstanden worden ist und aufgenommen worden ist. Und da merkt man das schon, und da stimme ich überein, die letzten 2 Jahre war ein großes Umdenken, hat ein großes Umdenken stattgefunden. Und da sind wir im Moment gerade an so einer Situation, wo ich auch das Gefühl habe, dass ein Schneeball ins Rollen kommt. Und dass eine Bereitschaft zum Umdenken kommen wird und dass wir wahrscheinlich gar nicht mal mehr so stark diese Kämpfe führen werden. Also ist es finanzierbar, ist es nicht finanzierbar, sondern dass es mehr zum Normalen wird. Das, was Sie jetzt zuletzt angesprochen haben, also diesen Leftover Friday, letztendlich ja auch eine Sollbestimmung in dem Maßnahmenkatalog, weil gesagt wird, bitte das ganze Catering so organisieren, dass nichts weggeworfen wird. Ne? Das ist ja, kann durchaus eine Mussbestimmung sein, unheimlich wichtig. Frau Lassen, Sie sind weniger in Studioproduktion unterwegs, haben viele andere erlebt. Da wäre zum Beispiel meine Frage auch, auch wir sind uns einig darüber, dass die Qualität des Essens durchaus auch darüber bestimmt, was wer essen möchte oder nicht essen möchte. Es hat ja auch mit Geld zu tun. Können Sie, welche Entscheidungen treffen Sie insbesondere bezüglich des Caterings um, den Standards gerecht zu werden? Also ich persönlich treffe die Entscheidung, ein hochwertiges Catering zu nehmen, was natürlich eine große Preisfrage ist. Wir bekommen sehr, sehr geringe Anteile innerhalb unserer Senderkalkulation für Catering, was weiterhin ein Riesenproblem ist, weil wir Catering ist absolut eine Zufinanzierung. Ich bin aber trotzdem der Meinung, es bringt mir ja nichts, wenn ich ein schlechtes Catering habe. Ich habe ein ganz tolles Catering gehabt, auch ein tolles Catering, was jetzt in den letzten Produktionen, was vegan, vegetarisch absolut bedienen kann. Ich bestätige auch, dass es nicht mehr die technischen Abteilungen sind, die vorgeschoben sind. Bei mir sind die Beleuchter eher vegan als der Maskenbildner, so ungefähr. Das ist tatsächlich so. Es hat sich absolut verschoben. Das stimmt schon lange nicht mehr. Und die Bereitschaft, vegetarisch, vegan zu essen, ist absolut da. Aber wie gesagt, das ist eine Kostenfrage. Weil wenn ich ein Catering habe, was nicht so hochwertig ist und das so nicht bedienen kann, dann gehen die Herren und Damen zu Burger King. Das ist einfach so. Und da auf dem Markt gerade zu unserer doch gerade wir sind ja in der Not, eher Firmen zu finden, die für uns kochen. Auch die haben Probleme, Fachkräfte zu finden. Ist das nicht ganz so einfach? Und wie gesagt, das ist ein Riesenkostenpunkt. Ne?
Welche, ich finde, der Kommunikation ist unheimlich wichtig. Kommunikation ist absolut wichtig, mit den Menschen reden ist wichtig und die Bereitschaft, den Veggie Day zu machen, ist absolut da, also das schon. Aber es gibt auch immer, ich sag mal, solche und solche Teams. Es gibt Teams, wo es super funktioniert, wo auch zum Beispiel vielleicht der Hauptdarsteller mit im Thema ist, die Leute auch mit beeinflusst oder wir einfach im Vorwege reden. Nur sobald es kippt, sobald das Catering nicht diese Qualität hat, dann habe ich das Problem. Wir bieten zum Beispiel, es gibt eine Umfrage, die zum Beispiel Lars Jessen von der Florida Film immer vorher macht, um genau darauf auch zu reagieren, dass man vorab die Teammitglieder befragt, wie es da aussieht, weil es ja immer individuell ist, um da auch wirklich dann den Wünschen zu entsprechen und so auch diesem Wegwerfproblem entgegenzutreten. Und dann ist es natürlich so, das war auch immer so, wenn das Essen schlecht ist, egal ob Fleisch oder vegetarisch, dann ist die Stimmung auch schlecht. Ganz genau. Also das muss die Grundlage sein, dass gut gekocht wird. Und dann ist es ja auch gerade beim Catering ein Vorteil, wie du auch schon sagtest, dass man Sachen ausprobieren kann, weil man muss sie ja noch nicht mal selber machen. Es wird ja für einen gekocht. Und dann gibt es ja auch noch die letzte Mahlzeit des Tages, die ja auch immer zu Hause stattfindet und es kann sich ja auch jeder noch was mitbringen. Auch das ist ja nicht verboten. Also wenn man unbedingt gerne Wurst essen möchte am vegetarischen Tag oder was, dann bringt man sich halt was mit. Das machen ja auch sehr viele. Also auch da gibt es ja noch Gestaltungsspielraum. Aber wie gesagt, die Budgets sind knapp und deshalb haben wir das ja auch auf einmal die Woche gefragt, weil anders wäre es gar nicht durchsetzbar in der Qualität. Was wir auch gemacht haben, also wir haben jetzt keinen Recycling-Day am Freitag oder so, aber wir spenden an die Tafel. Also wir haben Caterer, die ihr Essen, die Reste wirklich weitergeben an Tafeln. Und ich finde, das ist ja auch was ganz Tolles, was man da machen kann. Ja, wir kommen nochmal zurück zur Kommunikation der Bergengrün. Es ist ja eine Auflage in den ökologischen Mindeststandards, dass die Produktion zuvor das Team wirklich auch befragt. Also dass diese Themen allgegenwärtig sind und hier natürlich der Produzent auch in einer ganz starken und wichtigen Rolle ist. Genau. Und Sie sind, es gibt nochmal eine klare Auflage fürs Essen und zwar genau aus den Gründen, die Feline eben genannt hat. Du musst das Team mitnehmen, du musst es befragen, um es, damit die das auch verstehen und mittragen. Also das war die Rückmeldung von euch und von vielen Produktionsfirmen. Ohne den Prozess wird die Umstellung ungleich viel schwieriger. Ich würde gerne noch einmal zu den Vorgaben im Bereich Essen sagen, dass das, was sich im Moment als schwierig ausstellt, ist überhaupt nicht der Veggie-Tag, da habt ihr ja gesagt, das geht bei manchen Produktionen auch mehr, sondern dass wir da sowohl biologisch als auch regional drin haben. Das stellt manche Produktionsfirmen, vor allen Dingen, wenn sie on the road sind, kriegen wir einfach Rückmeldungen, dass das schwer ist, das umzusetzen. Und bei der Inflation im Moment, die insbesondere auch Bio-Nahrungsmittel betrifft, einfach ein Kostenfaktor ist. Also da kommen im Moment, da kommen viele Rückmeldungen und zu dem Veggie-Tag gar keine. Ja, das ist gut und ich hoffe, das bleibt auch so und das ist ja auch völlig richtig. Ich glaube, das wäre schlimm, wenn es anders wäre. Ich finde es trotzdem, man darf ja auch nicht vergessen, warum das gemacht wird. Also, dass die Treibhausgasemissionen, die in diesem Bereich verursacht werden, natürlich auch groß sind, sehr groß sind und es natürlich auch im Interesse des Einzelnen sein muss, auf Pestizide zu verzichten und auf Nahrungsmittel, die mit Düngemitteln hochgezogen werden. Also da diese Verantwortung sich selbst gegenüber ist ja auch sehr groß. Und wenn das in der Kommunikation auch mit die Gründe auch immer noch mal mit vermittelt werden, glaube ich, dann kann man da relativ viel erreichen. Und ich finde, Feline, deshalb finde ich diese Changemakers-Film-Initiative auch so gut, weil jeder eben seine Rolle da wahrnehmen kann über die Rolle, die er im Team hinaus spielen sollte. Und Herr Diepers, Sie als Produzent, Sie sind schon der Meinung, dass es notwendig ist, Mindeststandards auf diese Art und Weise festzulegen. Kommt man dann schneller ans Ziel, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Ist es so oder sagen Sie eher, naja, ich habe ja mein Leben geändert und ich sehe das bei meinen Freunden und ich sehe das auch bei der nächsten Generation, die sind alle schon ein bisschen weiter voraus. Es wäre aber doch wichtig, diese verpflichtenden Standards irgendwann zu haben. Also
Also ich glaube, die Situation ist ein bisschen komplexer und ist auch, glaube ich, für Produktionsformen unterschiedlich und gilt für Rote Rosen klar ein bisschen anders als für andere. Für Rote Rosen ist das jetzt die Verpflichtung nicht mehr so entscheidend, weil wir aufgrund der Studioproduktion viele Sachen leichter erfüllen können. Ich glaube, für die On-the-Road-Produktion wäre, aber weißt du besser, ja, eine Verpflichtung extrem hilfreich, weil sie einfach Investitionen hilft, weil ich glaube, dass es bei den Zulieferern, bei den Verleihern im Moment einfach ein großes Nachholbedarf gibt. Das heißt, wenn ich eine Produktion ausstatten möchte und sage, ich investiere sogar ein bisschen mehr, kann auch ein bisschen mehr kosten, ich möchte ganz gerne ein Elektroauto als Produktionsauto haben, dann ist das einfach nicht machbar, weil es keiner verleiht. Ganz einfach. Und da helfen einfach schon Regeln und Standards massiv. Für uns ist das ein geringeres Problem, weil wir jetzt im Moment gerade eben wieder für 2 Jahre verlängert werden oder in Diskussion sind zu verlängern. Das heißt, wir können 2 Jahre lang investieren. Und die Situation mit den E-Autos ist für uns genauso problematisch, weil es sie nicht gibt auf dem Markt. Das heißt also, wenn ich es jetzt bestelle, habe ich es erst in 2 Jahren. Also nutzen mir die 2 Jahre nichts. Aber wir haben beispielsweise einen Produktionsbus umgerüstet auf ein Elektroauto. Das können wir machen, weil wir diese langfristigen Vereinbarungen treffen können. Können die Produktion on the road nicht. Das, was wir aber brauchen, ist, wir brauchen ein Umdenken allgemein, ein gefühltes Umdenken. Dass man von sich aus bestimmte Sachen macht. Und es ist eine große Aufgabe, bleiben wir jetzt mal bei den Elektroauto, weil das ein relativ gutes Beispiel ist, das in die Produktion reinzutragen, weil die Leute fremdeln. Die große Angst, liegen zu bleiben, was eine unbegründete Angst ist. Die Tatsache, dass, und dann kommt schon auch ein klein bisschen der Luxusaspekt wieder, aber da hilft uns im Moment gerade die Situation auch, dass man sagt, okay, der ist jetzt nicht mehr so gut ausgestattet. Der sieht halt eher aus wie ein Transporter als wie ein schöner ausgestatteter Luxuswagen. Und da bauen wir dann auch regelmäßig kleine Brücken. Also du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben deswegen für uns im Haus einfach das Logo erfunden, grüne Rosen, weil es einfach ein bisschen schräg klingt und das auf das Auto draufgeklebt. Sodass jeder, der in das Auto reinsteigt, weiß, warum er das tut. Einfach regelmäßig daran erinnert werden, warum tue ich das eigentlich? Und es gab seit dem Moment, wo der Aufkleber drauf ist, keine Diskussion mehr darüber. Weil jeder weiß, okay, wir machen das richtig, wir gehen in die richtige Richtung. Und das sind so Punkte, die Zeit brauchen. Und wenn wir dieses schaffen, dieses Umdenken hinzukriegen und das natürlich zu leben und zu sagen, ja, das macht Sinn, dann werden wir auch nicht keine Regeln brauchen. Aber genau dazu. Wir wollen wahrscheinlich dasselbe sagen. Dass nämlich, wenn es diese vereinheitlichten Standards gibt und wenn es im Gesetz ist, dann ist das ja auch eine Incentivierung für diese Autoverleiher. Wenn sie wissen, die ganze Filmbranche braucht aber jetzt Elektroautos, dann können die ja auch wieder in Elektroautos investieren und haben die Sicherheit, dass sie dann ausgeliehen werden. Auch so, das ist ja der Grund, wie wir uns gegenseitig anschieben müssen, sozusagen, wenn die Veränderung dort festgeschrieben wird, dann haben die auch die anderen Investitionssicherheit und können auch da eine Transformation stattfinden lassen. Und genauso muss das ja auch im Catering-Bereich passieren, um nochmal darauf zurückzuspringen, weil diese Preise stimmen ja einfach nicht. Es kann ja nicht sein, dass vegetarisch kochen teuer ist, als mit Tieren zu kochen, die großgezogen werden. Und auch das muss ja ein Signal an die Politik sein. Es gibt ja eine Bereitschaft, wir möchten das gerne ändern und diese Preislage muss verändert werden und genauso muss die Infrastruktur verändert werden, weil die Klimaziele sind ja festgesetzt und wenn wir die erreichen wollen, was wir alle wollen, dann muss diese Transformation jetzt vorangebracht werden und diese Transformationsphase, ich glaube, dieser Umbruch, der ist natürlich immer etwas anstrengend, aber er birgt auch ein wahnsinniges Potenzial, auch Strukturen, Arbeitsabläufe, alles neu zu denken und auch besser zu denken. Also zu gucken. Absolut. Da kann ich auch nicht widersprechen. Deswegen braucht es auch diese Regeln. Und es braucht auch in jeder Produktion irgendjemand, der die Entscheidung trifft, zu sagen, wir machen das jetzt so. Und dann muss es halt kommuniziert werden. Weil der Veggie Day führt sich auch nicht von alleine ein. Wir kommen noch mal ganz kurz darauf zurück, auf die Regelung für den Fuhrpark sozusagen in den ökologischen Mindeststandards. Da ist es nämlich eine Muss-Regelung, dass produktionseigene Fahrzeuge 2022 schon zu 30
30% nachhaltig sein müssen. Das heißt, entweder Hybridfahrzeuge sein müssen, CNG-Fahrzeuge sein müssen. Das steigert sich dann 2024. 2023 sind es 22-30%, 2023-40% und ab 2024 schon 50%. Und so ähnlich fühlt sich das dann natürlich auch fort bei den Fahrzeugen größerer Klasse bis 7,5% und ab 7,5 Tonnen. Da sind die Probleme, glaube ich, fast noch größer als bei den Pkw. Gibt es da einen Austausch vom Arbeitskreis Green Shooting mit Verleihern, größeren Fahrzeugverleihern? Also es ist so, wie Sie sagen, es ist in vielen Fällen fast unmöglich. Das sind die Rückmeldungen. Wir waren zu ehrgeizig. Wir wollten das. Das ist auch richtig, weil es nämlich bei den Verleihern ein Umdenken bewirkt, aber nicht so schnell. Wir waren zu ungeduldig. Deswegen müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen und überlegen es gerade bei der Evaluierung der Mindeststandards. Aber es zu fordern bringt was, weil wir wissen, dass die Verleiher mittelfristig darauf reagieren, weil sie am Markt agieren und wissen, dass es diese Vorschriften gibt. Also es ist ein Dilemma. Es gibt diese Fahrzeuge gar nicht. Also auch die Verleiher bekommen sie nicht. Die sind einfach nicht lieferbar. Und also Corona kommt uns da jetzt auch immer wieder noch in die Quere. Das ist auch ein riesen Thema des letzten Jahres 2022. Wir bekommen die Fahrzeuge nicht. Sie bekommen die nicht, die Verleiher. Also richtig ist, dass die Verleiher sie nicht anbieten. Ja. Aber es gibt sie am Markt. Natürlich gibt es Hybridfahrzeuge am Markt, nur die Verleiher ordern sie nicht und bieten sie nicht an. So, und wir haben ja sogar noch in dieser Vorschrift mit viel Überlegen Hybridfahrzeuge mit reingenommen. Natürlich gibt es die, aber die Verleiher in der Filmbranche bieten sie nicht an. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Ja, aber es gibt sie auch im Moment nicht, weil wir würden sie ganz gerne kaufen oder leasen oder sonst Sachen und wir kriegen im Moment gerade keine Autos. Also die Wartefrist für ein Elektroauto ist im Moment über 9 Monate. Das heißt, selbst wenn die Verleiher jetzt sagen, okay, wir machen das, müssen wir einfach dieses Jahr mit einrechnen. Und das wird hoffentlich kommen. Ich sehe auch die ersten Verleiher, die Elektroautos anbieten. Aber weil der Druck so groß ist, sind die Preise für ein Elektroauto bei Hertz und bei Sixt und die anderen, die ich alle noch nennen könnte, das ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Ich bin schon am Überlegen, mein eigenes Elektroauto zu vermieten. könnte ich einiges wieder gut machen. Und die nächste Problematik, die auch da ist, ist auch etwas, was bei Elektroauto regelmäßig gesagt wird für Produktion on the road, ist, die Dinger müssen ja auch geladen werden. Und das ist für eine Produktion, die in Berlin unterwegs ist, abends dann die Ladesäulen zu finden, an die man es dran steckt, auch noch nicht ganz so einfach. Auch da müssen Produktionen wie die unsere vorausgehen, weil wir eine Studioproduktion sind, wir können die halt auf dem Studiogelände bauen. Und insofern muss man vielleicht da auch ein klein bisschen staffeln und sagen, die eine Produktion kann es leisten und die muss es leisten und eine andere hat vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, hier ist einfach auch eine Diskrepanz zwischen, es gibt einfach unheimlich viele Produktionen. Es gibt auch viele bestätigte Produktionen, die wir in ähnlichen Diskussionsrunden hatten, wenn wir mit Green Consultants gesprochen haben. Produktionen, die länger laufen, die länger auch die Fahrzeuge anmieten können, die konnten damit arbeiten. Es reicht nur nicht für so viele Produktionen parallel. Und ich glaube, es ist natürlich, wie das jetzt in der Film- und TV-Branche die Diskussion ist um die Nachhaltigkeit, um das grüne Produzieren, ist es natürlich in allen anderen Industriezweigen ja auch so und so auch in der Fahrzeugwirtschaft. Und es tut sich sehr viel. Aber was natürlich wichtig ist, ist durch unser eigenes Tun diese Nachfrage zu schaffen. Das bezieht sich natürlich einerseits auf die Fahrzeuge, auch auf die Gespräche mit den Verleihern, aber wie wir alle wissen, ja auch auf andere Dienstleistungen wie zum Beispiel Licht und Lichtverleiher, das heißt die Anschaffung von LED-Technik, was auch wiederum für eine Studioproduktion wahrscheinlich etwas einfacher ist, das Studio umzurüsten und letztendlich ja auch seinen Platz wiederfindet in den ökologischen Mindeststandards. Aber wir haben trotzdem von vielen Produktionen wirklich schon ein sehr positives Feedback bekommen, um zwar zu sagen, es gibt einen Mangel
aber die Awareness ist da, wir beschäftigen uns damit, wir suchen und wir sprechen mit den Verleihern und jeder Green Consultant, der es schafft, seine Produktion wirklich klimaneutral zu stellen, auch mit Fahrzeugen, das sind Erfolgserlebnisse, von denen es wirklich gerade auch 2022 durchaus schon einige und viel mehr gab. Wir kommen noch zu den anderen technischen Themen, aber mit dem Fuhrpark hängt ja auch an sich die Mobilität zusammen einer Crew, einer Produktion und natürlich auch die Unterbringung. Da würde ich zu Beginn gerne wieder nochmal an Feline übergeben. Du als Schauspielerin wirst untergebracht in Trailern. Bist du da gern? Lehnst du die ab? Wie gehst du davor? Als Set-Aufenthaltsraum? Ja. Also ich mit meiner Agentin das so besprochen, dass ich meinem Vertrag immer die Selbstverpflichtung mit beilege. Und da steht auch drin, zum Beispiel zu diesen Aufenthaltsräumen, dass ich gerne bereit bin, auf ein Wohnmobil zu verzichten, wenn es gibt ja oft Locations, wo es Räume gibt, wo man sich aufhalten kann. Wenn das nicht der Fall ist oder dass ich auch bereit bin, den zu teilen, auch das. Man muss nach Möglichkeiten gucken, das ist ja bei jedem Filmset, bei jedem Tag, bei jeder Location ist es ja oft anders, im Studio nicht so. Aber auf jeden Fall steht das da drin, dass ich keinesfalls darauf bestehe, einen eigenen Aufenthalt zu haben. Und was dann, wenn ich das dann doch habe, dann immer noch der Fall ist, dass ich mit dem Set-AL oder den Besprecher, es muss nicht die ganze Zeit geheizt werden, wenn ich nicht da bin. Auch da laufen so... Da laufen einfach Heizungen oder das Licht ist den ganzen Tag an. Das muss man alles und das kann man alles kommunizieren, immer wieder, um auch permanent bei allen dieses Thema wieder auf den Tisch zu bringen und ein Bewusstsein zu machen. Das kann man ja auf nette Art und Weise sagen, ich brauche das gar nicht, das könnt ihr ausstellen. Auch jemand anders kann gerne noch meinen Aufenthaltsraum benutzen, weil also ich persönlich sitze gar nicht so gerne in diesen Wohnmobilen rum, außer das Wetter ist so schlecht, dass man sich draußen nicht aufhalten kann. Sonst bin ich auch gerne in Drehpausen draußen an der frischen Luft oder sitzt irgendwo anders, finde einen Platz. Und ich glaube, es ist auch da, wie bei allen diesen Punkten, ist eigentlich die Kommunikation das Wichtigste, dieses Angebot zu machen von Anfang an. Ich als Schauspielerin habe ja nur einen bestimmten Hebel, aber den habe ich zum Beispiel, dass ich sage, also ich fliege nicht, wenn es sich nicht, also, aber ist noch nicht passiert, ich musste noch nicht fliegen, es tat noch nicht Not, ich möchte gerne mit der Bahn fahren, ich habe eine Bahncard, die kann ich der Produktion zur Verfügung stellen, ich wohne auch lieber in Apartments als in Hotels, Hotels haben oft einen sehr großen Umweltfaktor, das wusste ich vorher auch nicht, das hat aber auch was damit zu tun, dass ich mir zum Beispiel abends gerne nochmal selber einen Tee koche oder ein Brot schmiere in der Küche und ich halte mich da einfach lieber auf und dann sind auch in diesen Fällen ist es natürlich wichtig, dass das in der Vorproduktion schon mitbedacht wird. Da kommt es ja dann darauf an, die Fahrtwege kurz zu halten, Team und Schauspieler möglichst gebündelt unterzubringen, dass nicht so viel durch die Gegend gefahren wird. Und da also kann man als Einzelperson der Produktion nahelegen, was man sich wünscht und wozu man bereit ist zu verzichten. Und dann muss geguckt werden, wie ist das umsetzbar. Ja, auch hier können wir das noch mal kurz einordnen. Es ist so, die Mobilität, die Reisen, die Unterbringung, die spielen auch machen einen der wichtigen Punkte in den ökologischen Mindeststandards aus. Es soll möglichst mit der Bahn gefahren werden, es soll öffentlicher Nahverkehr genutzt werden, es soll auf Flüge, kann man sagen, eigentlich komplett verzichtet werden, wenn möglich, natürlich, wenn die Bahnfahrt nicht länger als 5 Stunden ist, auf jeden Fall. Das bezieht sich auf Inland und Ausland natürlich. Und hier wird ja oft, kommen wir nochmal auf die Hotels, du sagst gern in Ferienwohnungen, in Apartments, weil die eine geringere Emission haben oder wenn dann in Hotels, in zertifizierten Hotels oder Hotels, die wirklich ausweisen, besonders Nachhaltigkeit zu haushalten, nachhaltig zu haushalten und zu arbeiten. Jetzt habe ich wirklich meinen Gedanken vergessen. Dazu kann ich sonst gern was sagen. Also Hotels, zertifizierte Hotels zu finden, funktioniert super. In Hamburg Hotel Madison zum Beispiel. Alle lieben es. Die haben auch kleine Teeküchen etc. Ja, da kann man super Firmenvereinbarungen treffen. Das funktioniert. Schwierig wird es dann, wenn man
on location auf Reisen geht. Beispielsweise, wir waren letztes Jahr auf der Insel Römmen in Dänemark. Wir waren überhaupt froh, dass wir überhaupt Unterkünfte bekommen haben. Da habe ich dann auch überhaupt gar keine Auswahl mehr, weil da gibt es nur zwei Hotels. Wir brauchten aber Ebbe und Flut etc. pp. Da bestimmt dann der Film wiederum die Auswahl. Und da haben wir kaum Möglichkeiten, darauf Rücksicht zu nehmen. Reisen kann ich als Feedback geben, wenn man mit den Agenturen und Schauspielern spricht, Bahnfahren, das kommt total an. Es wird kaum noch geflogen, ganz selten geflogen, vielleicht mal aus Zeitgründen, weil der nächste Set ist dran, ich muss da am nächsten Morgen schon wieder auf der Matte stehen oder so. Aber das funktioniert großartig schon mal. Ihr wart ja auch in der Uckermark, wenn ich mich nicht irre. Mit Balus waren wir auch in der Uckermark. Ja, da gibt es dann leider kein zertifiziertes Hotel, weil es gibt überhaupt nur ein Hotel dort. Aber das war eine ZDF-Produktion, wenn ich mich nicht irre. Und das ZDF ist ja wie auch die anderen Sender, ARD, aber auch die privaten, RTL, Sky, sind ja alle in dem Arbeitskreis Green Shooting auch drin und haben sich selbst parallel, aber inzwischen ja alle auf die ökologischen Mindeststandards geeinigt und hatten selbst, stehen auch wirklich dahinter und gucken, dass ihre Auftragsproduktion, dass sie die auch wirklich nachhaltig durchführen. Ja, aber es wird immer entschieden, die Produktion, da funktioniert es oder bei der probieren wir es mal. Und hier hat man es auch probiert, da kann man alles Mögliche einhalten, weil das ist ja nur ein Teil der Produktion, die in der Uckermark stattfindet. Der größere Teil ist eher on location in Berlin dann. Ne? Herr Bengel? Aber die Mindeststandards haben die Uckermarkt-Perspektive schon mit integriert, weil das heißt nämlich, es gilt dann diese Vorgabe, wenn innerhalb von 15 Kilometern ein solches Hotel zur Verfügung steht, weil wir wollten nämlich auch sicherstellen, dass man nicht mit einmal 100 Kilometer fährt, wahnsinnig viel CO2 ausbaut, um dann in ein Öko-Hotel zu kommen, was sich überhaupt nicht lohnen würde. Was noch interessant war bei der Auswertung der 100 grünen Produktionen, hat uns auch überrascht, wie hoch der Anteil der CO2-Emissionen von Reisen und Transport und Unterbringung ist. Es ist, schlägt alles andere, auch das Catering, alles andere. Es ist mehr als die Hälfte jeder Produktion geht auf diesen Sektor und fast unterschiedslos bei Dokumentarfilmen und bei Spielfilmen. Etwas weniger bei Daily-Produktionen, weil da weniger gereist sind, weil die vor Ort sind. Aber es ist der größte Emissionstreiber überhaupt und umso wichtiger, da anzusetzen. Da gibt es ja auch oft die Nachfrage, insbesondere an die Förderungen. Und Sie sind ja heute stellvertretend sozusagen für die regionalen Förderungen als Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg hier. Es gibt oft den Vorwurf, dass durch den Fördertourismus, das heißt dadurch, dass eine Produktion in verschiedenen Bundesländern gefördert wird, dann auch immer den regionalen Effekt erbringen muss und dann natürlich meistens auch in das entsprechende Bundesland reisen muss, was natürlich dann auch wahrscheinlich mit der gesamten Crew, weil man versuchen will, die Crew nicht auszutauschen. Damit wird natürlich gerade dieser Aspekt auch noch befeuert. Gibt es da Bestrebungen, Harmonisierung, das irgendwie zu ändern und zu sagen, eine Förderung erkennt den Regionaleffekt, den Effekt einer anderen an, um auch da einen Beitrag zu leisten für nachhaltige Filmproduktion? Also es gibt diese Debatte immer wieder und sie ist berechtigt. Mhm. Andererseits muss man sagen, wenn es Regionalförderungen gibt, dann ist deren Zweck und Ziel, in ihrer Region zu fördern. Also ich würde das Problem dann lösen, wenn ich sagen würde, ich gebe euch das Geld und ihr könnt es alles in Berlin ausgeben. Und es würde dann auch passieren. Das ist nicht die Lösung. Aber es gibt trotzdem einiges, was ich kann jetzt von uns sprechen, was wir machen. Erstens versuchen wir, Produktionen komplett davon abzuberaten, wegen 3 Tagen zu uns zu kommen, sondern bei uns gibt, das ist vielleicht auch eine Besonderheit von Baden-Württemberg, wir haben eine starke Postproduktion, visuelle Effekte und wir fördern ganz bevorzugt Produktionen, wo entweder ganz bei uns gedreht wird oder gar nicht und sagen das auch. Die andere ist, nicht kürzen, sondern eher zu gucken, dass nicht so viele Förderungen involviert sind. Also das, was so oft passiert, man gibt irgendwo die Hälfte des Beantragten, das ist so leicht, weil das Geld nie reicht, aber zu sagen, lieber weniger Produktion fördern und die so fördern, dass weniger Förderungen beteiligt sind. Und wir haben ein Abkommen mit Hessen, wo wir eine gegenseitige Effektanerkennung haben. Das wollen wir auch ausweiten. Aber für
für ganz Deutschland funktioniert das so nicht, weil dann würde alles in die großen Zentren fließen. Also das ist ein ungelöstes Problem, aber ich kann von unserer Bilanz sagen, dass wir ganz wenig Produktion noch fördern, wo das passiert, dass der Tross zu uns kommt und für 3 Tage und dann wieder nach Berlin zieht. Also es passiert eigentlich nicht mehr durch die Auswahl, weil wir die Jury so dafür sensibilisieren und es jedes Mal ausbreiten, ob das passiert. Aber ich glaube, das ist gerade in der Diskussion beziehungsweise durch die Mindeststandards kommt dieses Bewusstsein dafür auf und tauscht man sich dafür aus. Und letztendlich ist ja da auch sind ja auch die Produzenten da, glaube ich, in sehr guten Gesprächen. Wir haben noch einen Bereich innerhalb der Filmproduktion, bei denen viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Einerseits aufgrund der hohen Emissionen und andererseits aber auch aufgrund der Komplexität, da sozusagen neue Technik heranzubekommen. Das sind die Generatoren und ich würde mal sagen, dass Energie und Strommanagement, also was völlig außer Frage, das muss auch jeder verstehen, Ökostrom ist natürlich ein absolutes Muss, sowohl in den Betriebsstätten, aber auch bei, wenn es geht, wirklich bei allen Dienstleistungen, die man dann on location in Anspruch nimmt. Herr Diepers, Sie haben es gesagt, Sie haben Hybridfahrzeuge oder wenn man die hat, muss man die laden können und wenn man die laden möchte, dann natürlich mit Ökostrom. Wenn eine Produktion an eine Location geht und ich sage ein Schloss und dieses anmietet, dann versucht man mit dem Motivgeber zu sprechen und zu sagen, aber bitte, ich möchte Ökostrom. Wir gehen davon aus, dass Ihr Studio, in dem Sie in Lüneburg mit den grün-roten Rosen sind, auch seit dem ersten Drehtag 2006, korrekt? Richtig. Mit Ökostrom arbeitet, also das ist einfach auch nochmal zum Verständnis, glaube ich, für alle, die zuhören, ganz wichtig, wie weit dann diese Standards auch gehen, wie groß eigentlich da an bestimmten Stellen auch schon das Selbstverständnis ist. Und bei den Generatoren, glaube ich, das ist neben den Fahrzeugen eigentlich der größte Knackpunkt, glaube ich, bei der Erfüllung der ökologischen Mindeststandards. Herr Bergengrün, wollen Sie da auf die Zusammenarbeit mit dem Verband der filmtechnischen Betriebe etwas eingehen und auch wirklich auf die Arbeitsweise des Arbeitskreises bei der Erstellung oder auch Veränderung der ökologischen Mindeststandards? Also ich will erst mal sagen, warum es so wichtig ist, da anzusetzen. Wenn Sie Generatoren einsetzen, haben Sie 10-mal so hohe Emissionen, wie wenn Sie an Baustrom rankommen und der Ökostrom ist. Deswegen sind wir da ambitioniert rangegangen, aber zugleich sehen wir natürlich jetzt in der Praxis viele Probleme. Und man muss noch mal sagen, bevor es diese Mindeststandards gab, gab es immer wieder Produktionen, die in besiedelten Gebieten, wo man an Baustrom rankam, und die trotzdem den Generator genommen haben, weil es günstiger war und einfacher war. Du brauchst keine Zulassung. So, das gab es. Und das wird weniger, aber die Probleme, die wir haben, liegen zum Teil auch im städtischen Gebiet, dass es schwierig, immer noch viel zu schwierig von den Kommunen ist, an Baustrom ranzukommen. Da sind wir natürlich nicht die Institution, die jetzt jede Kommune Deutschland einzeln ansprechen kann, aber wir haben jetzt auch noch mal mit Bundesregierung gesprochen, ob man dann nicht noch mal insgesamt Aufrufe machen kann. Der Zugang muss leichter werden und zugleich ist es so, dass es von Generatoren zu wenige gibt und die alten Dieselgeneratoren natürlich so günstig sind. Also wir sehen das Problem, aber sagen natürlich auch, wir müssen ein Ambitionsniveau halten, damit sich etwas verändert und evaluieren das aber gerade in der kommenden Anpassung der Mindeststandards. Genau ist das Problem, der Mangel. Es gibt zu wenig Rußpartikelaggregate, es gibt die Kosten 150 Euro pro Tag mehr. Also ähnlich wie bei den Autovermietern lässt sich das derjenige den Mangel leider wieder ein bisschen versilbern. Dann habe ich neulich ein Feedback bekommen vom Kollegen, dass diese Aggregate auch, wenn sie zu wenig Leistung abziehen, auch nicht funktionieren. Das heißt, es mussten mehr Lampen angeschlossen werden, als eigentlich benötigt waren, damit das Ding überhaupt lief. Also da ist leider auch noch ganz viel technischer Support notwendig, also diese Generation dieser neuen Aggregate auf den Weg zu bringen und Baustromkästen zu bekommen. Das habe ich mehrfach erlebt.
keine Chance, nicht in Berlin, aber gerade auf dem Land, wenn wir da unterwegs sind. Und natürlich machen wir das und machen das auch schon sehr lange, wenn wir Festmotive haben, weil letzten Endes spart man dann schon, wenn man einen Feststrom hat. Aber man bekommt den halt nicht immer. Das ja, lassen wir uns ruhig darauf noch mal eingehen, wie das ist mit den Feststromanschlüssen, Kurzzeitfeststromanschlüssen. Die ökologischen Mindeststandards schreiben vor, dass wenn eine Produktion länger als, also eigentlich sowieso versuchen sollte, mit Feststrom zu arbeiten. Das machen wir schon immer. Wenn der Weg unter 100 Meter ist, ne? Und wenn sie länger an einem Ort sind als 3 Tage sowieso, also dass diese Generator möglichst nicht läuft, 3 Tage. Ich kann bestätigen, dass wir versuchen, regional diese Bedingungen schon zu ändern, wie zum Beispiel in Berlin, dass es jetzt Änderungen gibt mit Stromnetz Berlin, dass die Fristen viel kürzer geworden sind, es auch bezahlbarer wird, möglicherweise noch teurer ist als der halbgeschenkte Dieselgenerator vom Verleiher, aber die Bedingungen haben sich geändert und das heißt, diese Strukturänderungen, die laufen parallel und die laufen auch wirklich in den Regionen parallel, aber das ist ein ganz, ganz regionales Thema, muss ich Ihnen sozusagen zustimmen. Herr Diepers, Sie haben schon zweimal Luft geholt. Jetzt. Danke. Ich glaube, auch da sind wir wieder am Punkt, wo wir ein Thema haben, das aus meiner Sicht ein bisschen komplexer ist, noch wieder mit Umdenken zu tun hat. Wir haben gerade eben den Generator abgeschafft, weil wir sind nicht nur eine Studioproduktion, sondern wir haben immer ein zweites Thema, das muss ich vielleicht dazu sagen, das on location dreht. Wir haben das auch mit Baustrom natürlich ein klein bisschen leichter, weil wir immer wieder zu denselben Motiven gehen, deswegen können wir sie haben, da auch aufbauen, die Kästen auf Dauer. Das ist alles nicht das Problem. Problem ist dann eher an jedem Motiv Ökostrom zu bekommen, weil das kann ich den Vermieter einfach nicht vorschreiben. Das ist da oder das ist nicht da. Da wären so flexible Lösungen, glaube ich, sinnvoller. Man zieht Strom raus und leitet woanders Ökostrom ein, wie das eigentlich im Stromnetz ja auch gemacht wird. Da müssten sich irgendwann mal Anbieter bilden. Wir haben mit unserer Verleiherfirma Eurolight den Generator abgeschafft, jetzt kurz vor der Winterzeit. Interessanterweise ein schwieriges Timing, wie sich nachträglich herausgestellt hat. Und sie sind komplett auf Batterielösung gegangen. Und die Erfahrung ist phänomenal großartig geworden, weil unser Oberbeleuchter es verstanden hat, komplett umzudenken. Und das ist das, was ich meine mit Umdenken. Man kann nicht einfach nur sagen, man schafft den Generator ab, weil Lichteinheiten, sonstige Sachen, die Geräte brauchen was anders, sondern wir müssen auch lernen, anders zu arbeiten. Die Nachtbilder, die ich gesehen habe an einem Gutshof, das nicht so leicht auszuleuchten ist, weil das eine große Fläche ist, wurde mit sehr viel kleinen Einheiten ausgeleuchtet, damit man dann einfach mit den Batterien auch arbeiten konnte. Aber der Vorteil der Batterien wurde voll ausgenutzt. Ich kann sie zusammenstecken und habe eine große Einheit, die dann so ist wie der Generator. Oder ich stelle einfach eine Batterie an jeder Lampe. Und wir sind schneller geworden, weil wir diese ganzen Kabel nicht mehr verlegen müssen. Das heißt, wir werden neue Techniken lernen müssen, Und auch implementieren müssen. Aber es ist eine Frage, diese Batterien müssen angeboten werden, sie müssen gebaut werden. Und auch hier ist es so, dass ich es zumindest wahrnehme, das Interesse umzudenken ist da, aber es dauert Zeit, es braucht Zeit. Da gibt es aber ja auch den Verband der Beleuchter oder den Verband für Kamera, mit denen es auch schon auf anderen Ebenen, insbesondere auf die veränderten Lichtbeleuchtungskörper, die genutzt werden sollen. Also da gibt es schon Weiterbildungen, da gibt es auch Technikvorführungen, um dieses Umdenken zu beschleunigen, weil wir das ja auch feststellen, dass es eine junge Generation gibt, ne, die da schon ganz anders denkt, die da auch ganz frei denkt und die anderen müssen sich versuchen, von ihren alten Arbeitstechniken so zu entfernen, dass natürlich ihr kreativer Ansatz überhaupt keinen Schaden nimmt. Aber ich will sagen, dass dieses Umdenken, es ergreift die gesamte Branche, wirklich dieses Gewerkübergreifende, das wird auch an dieser Stelle, glaube ich, wieder so ganz eindeutig deutlich. Es gibt noch dieses sogenannte Energiemanagement, dieses Power Grid. Hatten Sie, Christa Lassen, damit schon zu tun? Nein. Nein? Also es ist sozusagen ein intelligentes Energiemanagement-System, das, glaube ich, entscheidet, wo, wann, wofür Strom gezogen wird. Und um vielleicht auch noch mal eine Zahl reinzubringen, für den Verbrauch einer Basis zum Beispiel hat
letztens eine Motivaufnahmeleiterin, die auch sich sehr für das Green Consulting sozusagen interessiert und auch schon eine kleine Weiterbildung gemacht hat, hat angerufen und gesagt, du Christiane, ich habe jetzt mal drauf geachtet. Wir hatten eine Basis, es war ein Kinofilm, gar nicht zu groß, aber Kinofilm. Wir hatten eine Basis, 7 Tage stehen und diese Basis hat innerhalb der 7 Tage den Stromverbrauch eines 2-Personen-Jahreshaushaltes gehabt. Also die Emissionen und auch der Energieverbrauch an sich am Set und an der Basis ist extrem hoch. Das Set kam ja eigentlich noch mit dazu. Ne? Die hatten dann auch einen Feststromanschluss. Sie haben das wirklich alles einmal durchgemessen, durchgerechnet. Auch hier, glaube ich, wird einfach deutlich das Bewusstsein dafür, was überhaupt gebraucht wird und wo man sparen kann. Und egal, ob man jetzt ein cleveres System hat, das den Energieverbrauch zu managen, sind wir ja auch schon mit Fachkräften für Arbeitssicherheit im Gespräch, die sagen, auch hier gibt es eigentlich eine neue Ausbildungsrichtung. Wir haben einerseits die Green Consultants, aber die sind natürlich nicht die Fachkräfte für den Stromverbrauch beziehungsweise die technische Umsetzung des ganzen Strombedarfs. Da bedarf es ganz anderer Leute, die da zuständig sind, die sich da auskennen, die das auch einschätzen können. Und das wäre jetzt eine Frage an Christa Lassen, inwieweit sie eingebunden sind in die Diskussionen zwischen den Gewerken um den konkreten Strombedarf und darum, wie er gedeckt wird, mit welcher Technik gearbeitet wird, wie der gemanagt werden kann. Ist das bei Ihnen schon da oder merken Sie, okay, das ist der Austausch, den ich beispielsweise mit jemandem wie Theo Oppenländer habe? Ich arbeite sehr gerne mit Theo Oppenländer, daher ein sehr guter Name. Aber es ist bei uns ist es schwierig, weil wir on location arbeiten. Ich finde das ganz großartig, was ihr da in Lüneburg macht. Das geht dort auch. Wir haben bei der Network Movie viele Produktionen, die einen Teilbereich, die sogenannten Kommissariate jeweils im Studio haben. Da können wir auch schon jede Menge tun. Unser Problem in erster Linie, weil wir on location sind, ist, unser Leben bestimmt der Drehplan. Sobald einer krank wird, wird der Drehplan über den Haufen geschmissen. Dann bricht das ganze Rädchen leider immer wieder zusammen. Und diese Flexibilität, da ist eben ein Aggregat im Moment leider immer noch notwendig. Ich finde es total spannend mit den batteriebetriebenen Lampen. Das sollte ein Thema sein. Da muss man aber dann tatsächlich auch Kameraleute, Oberbeleuchter, auch den Regisseur mit ins Boot nehmen, weil das kann Einschränkungen in der Kreativität bedeuten. Absolut. Ja? Absolut, das ist ein komplexer Prozess. Ja, das ist wirklich ein Denkprozess und der muss noch angestoßen werden. Den gibt es, finde ich, noch nicht. Also findet nicht so statt, dass wir uns intern austauschen und der Gedanke da ist, also ich habe auch im Ausland gearbeitet und muss sagen, da sind wir in Deutschland echt weit. Wenn ich an die USA denke zum Beispiel, da findet eigentlich mehr oder weniger gar nichts statt in der Richtung. Also wir machen schon wahnsinnig viel, nur das geht wahrscheinlich noch nicht weit genug. In den USA gibt es aber auch Green Producing. Der vorletzte Spider-Man zum Beispiel wurde auch komplett grün gedreht. Die haben natürlich andere Infrastrukturbedingungen, aber ich glaube, also es geht schon voran. Und das stimmt natürlich alles, aber ich muss dazu halt auch noch sagen, die Natur, also und der Klimawandel ist an einem Punkt, es braucht alles Zeit, aber wir müssen uns beeilen. Also weil stets bemüht wird, im Endeffekt nicht reichen. Und dafür braucht es halt die Bemühungen aus der Branche, die ja da sind, aber dann auch die politischen Regulatoren und die Anreize und so müssen wir uns gegenseitig schneller auf den Weg machen und Sachen ausprobieren und umstellen. Das ist unbenommen und das ist auch vollkommen klar und deswegen müssen wir dieses Umdenken vor allen Dingen vorantreiben mit Regulatoren und wir müssen das auch lernen, wir müssen auch schnell lernen und dafür muss man diese Grundlagen machen. Deswegen ist es gut, dass die Verbände Schulungen anbieten und so weiter und so fort. Das ist auch gut, was ihr macht mit dem Umdenken, weil natürlich hat das eine Auswirkung. Wenn ich keine Base habe, die so groß ist und so viel Strom verbraucht, dann werde ich das Problem auch leichter lösen. Und deswegen ist es ein Miteinander. Wir können nicht eine Sache, die wir im Moment gewohnt sind, durch eine grüne ersetzen, sondern es wird ein komplexer Vorgang sein. Und ich finde das ganz großartig, dass
du das deinen Verträgen beilegst, dass du sagst, ich bin da und dafür bereit, weil auch das ist ein Punkt der Kommunikation. Weil wir können erstmal von der Produktionsseite nicht davon ausgehen, sondern wir müssen erstmal davon ausgehen, wir müssen das zur Verfügung stellen. Wir haben auch teilweise nicht die Zeit zum Kommunizieren. Deswegen ist es gut, dass es von beiden Seiten kommt. Und das ist, glaube ich, der Prozess, den wir vor uns haben. Dass jeder miteinander das machen muss. Weil es gibt auch Probleme bei der Umstellung. Eine dieser Umstellungen, um das aus dem Konkreten jetzt nochmal zu sagen, als wir auf Batterie umgestiegen sind, oh Wunder, das Mastenmobil wird mit Elektrostrom geheizt. Wir müssen das jetzt umbauen auf Gas. Hat keiner dran gedacht. Es wird passieren und es ist dann Einbußen. Und das waren Probleme am Set, konnten wir lösen. Aber das wird auf uns zukommen, ja. Aber auch das ist ja auch eine total wichtige Kommunikation, die hier stattfindet. Ne? Dass man sich Sachen ausdenkt, dann muss in der Praxis ausprobiert werden. Funktioniert das oder macht das keinen Sinn? Deshalb müssen ja auch diese ganzen Gewerke mit einbezogen werden, weil die müssen das ja tatsächlich umsetzen und die haben ja meistens auch die besten Ideen. Und also ich habe, wenn ich am Set bin, habe ich oft mit den Menschen, mit denen ich kommuniziere, das Gefühl, die sind eigentlich mit ihrem Bewusstsein und ihrem Bereich schon relativ gut und es geht darum, die Expertise da wieder aus den Gewerken abzuholen und dann mit in die Regularien mit einzubauen. Das ist ja auch bei den ökologischen Mindeststandards oder bei dem Gesetz so, die sollen sich ja weiterentwickeln und genau das passiert und das muss passieren, damit keine Regeln aufgestellt werden, die nicht einhaltbar sind. Davon hat ja niemand was. Es geht ja auch nicht darum, möglichst nur exzellente Produktionen auszuzeichnen, sondern das Ziel ist ja, so viele Produktionen wie möglich mit reinzuholen in dieses grüne Produzieren und das für so viele Produktionen wie möglich zu machen, das zu tun und da jetzt die Grundlagen zu schaffen. Und das ist, glaube ich, der Prozess und da liegt dann wieder die Kommunikation als wichtigstes Mittel drüber. Deshalb bedarf es auch dieser Regeln. Also ich glaube, ohne diese Regeln gibt es diese Denkanstöße gar nicht, die da jetzt gerade passieren. Und so passiert ja auch nichts. Und das ist ja das Wichtige, was wir dort um es voranzutreiben, denke ich mal. Und es wird nur ein bisschen komplizierter auf On-Location-Produktionen, weil Beispiel auch, ich miete Trailer an, die habe ich dann aber durchgehend. Ich habe 6 Wochen Vorbereitung, wir mieten die Trailer für die Schauspieler an, die ich zum Teil noch nicht habe. Ich kenne den Vertrag noch gar nicht oder. Ich kann die aber nicht tageweise zurückgeben. Ich habe die dann durchgehend. Weil du musst sie nicht durchgehend heizen. Das ist ein guter Hinweis, das tun wir aber auch nicht. Genau. Ich wollte Herrn auch das nochmal zu sagen, also wenn die Produktion oder die Regie, die ja in der Vorbereitung schon so beteiligt sind, wenn die diese Entscheidung getroffen haben, grün zu produzieren und das konsequent zu machen und das auch zu kommunizieren, dann ziehen auch sehr viele Leute mit. Also sozusagen, wenn das gut von oben kommuniziert wird und der Grund, warum man etwas macht, dann weiß ich nicht, wie die Rückmeldungen sind, aber so von dem, was ich am Set dann mitbekomme, es gibt natürlich immer jemand, der meckert, aber es gibt sowieso immer irgendjemand, der meckert, dem es nicht gefällt. Das muss man sehen, wie kann man diese Leute auch noch mitnehmen oder auffangen, aber es wird natürlich nirgends jeder mitgehen, aber das ist eigentlich das Ziel. Und wenn es von oben so kommuniziert wird, warum machen wir etwas, warum gibt es jetzt diese Veränderung und bitte bringt euch ein und gebt Rückmeldungen dazu, was stört, wo hakt, wie kann man es besser machen, auch die guten Ideen, dann kommen wir, glaube ich, voran. Ich würde noch mal kurz auf Ihren Diepers zurückkommen, weil Sie haben es leider falsch rum formuliert. Sie haben gesagt, es gibt Probleme. Nee, Sie müssen sagen, es gibt Lösungen, weil das... Diepers, jetzt müssen Sie nacharbeiten. Ne? Ja. Absolut. Nein, weil das kriege ich immer so vorgeworfen. Ich muss es andersrum darstellen. Aber das ist ja das Tolle bei Ihnen. Sie sagen, ich möchte etwas ändern und Sie gucken, wie Sie es machen. Und dass das nicht sofort geht, ist völlig klar. Aber Sie finden die Lösung und die sind richtig. Und letztendlich ist es, finde ich, wirklich was, worauf Sie mit der Produktion sehr stolz sein können. Und ich eigentlich auch gedacht hätte, Sie sind es. Bin ich auch. Ja. Wenn das rübergekommen ist, dass ich nicht stolz drauf bin, dann ist das sicherlich falsch. Wir müssen, glaube ich, das Glas schon als halb voll sehen und nicht als halb leer. Trotzdem bin ich sehr auch bewegt von dem, was du gerade eben sagst. Du sagst, wir haben keine Zeit. Und deswegen brauchen wir die Maßnahmen. Aber die Frage ist, gehen wir schnell genug und weit genug? Und dann muss ich auch manchmal Frage stellen, können wir uns überhaupt
Ich fand es sehr interessant, du hast gesagt, die Amerikaner haben auch grüne Standards und produzieren grün, wenn sie einen Spider-Man machen. Der Spider-Man ist per se eine so große Produktion, dass sie aufgrund der Größe trotzdem noch so viel Rest-CO2 rauswirft, wie kein Tatort in Deutschland jemals könnte, selbst wenn nicht grün produziert wird. Insofern muss man sich fragen, das ist so ein bisschen so der Vergleich, fahre ich ein SUV, das für Schadstoff reduziert ist, oder fahre ich einen Kleinwagen? Aber das ist nicht die richtige Argumentationslinie. Du musst gucken, es gibt Produktionen ganz unterschiedlicher Größenordnung. Kleine Fernsehfilme, große Kinoproduktionen. Und bei jedem kannst du ein gutes Stück CO2 reduzieren, wenn du das Produktionsverfahren umstellst. Also jetzt zu sagen, nur weil es eine große Produktion ist, sind die schuldig. Und das will ich gar nicht. Und so ist es so, wie Feline es gesagt hat. Es gibt sehr wohl in Amerika solche Regelwerke. Wir haben uns übrigens auch inspirieren lassen von dem, was in den USA passiert. Und da passiert mehr als, da gibt es mehr intelligente Ansätze als in europäischen Ländern. Aber es wird längst nicht von allen Produktionen angewendet in den USA. Absolut. Das will ich auch gar nicht. Ich will überhaupt gar nicht sagen, die eine Produktion ist böse und die andere ist nicht böse, oder sagen, man kann die Produktion nicht machen oder nicht. Aber man muss halt darüber nachdenken, wie macht man es dann? Und da ist unter Umständen der Blick über den Teich auch wiederum interessant, weil beispielsweise eine Virtual Backlot-Produktion kann umweltfreundlicher sein als was anderes, der Einsatz von VFXen. Ich glaube, wir müssen einfach in den Inhalten, wie wir sie aufarbeiten, wie wir sie schreiben, auch ansetzen. Die Überlegung zum Beispiel, das Polizeirevier als ein Festmotiv zu machen, wo ich es steuern kann, das ist eine Entscheidung, die wir schon beim Konzeptionieren des Stoffes treffen. Und da müssen wir auch ansetzen. Ich danke Ihnen für die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich zum Green Storytelling. Also es geht wirklich um die Nachhaltigkeit in allen Prozessen, die zu einer Filmproduktion gehören. Und ich würde jetzt gerne nochmal aufgreifen und auch das Wort Ihnen geben, was das Green Storytelling angeht. Also Feline, du vielleicht auch, sprecht euch ab, wer zuerst möchte, aber es geht ja darum, du übernimmst eine Rolle, du bist Kommissarin, hast du Einfluss auf das Drehbuch, kannst du sagen, ja, ich als Kommissarin möchte aber mit dem Fahrrad zum Kommissariat fahren, gibt es Dinge, wo du das Drehbuch, liest du das Drehbuch heutzutage schon unter auch dem Aspekt der Nachhaltigkeit und hast du Einfluss? Und Herr Diepers, bei Ihnen ist es ja so, dass insbesondere bei Rote Rosen schon eindeutig zu sehen ist, dass Sie sich mit gesellschaftlichen Themen auch inhaltlich in Storytelling auseinandersetzen und Figuren eine Funktion geben, insbesondere auf die Nachhaltigkeit. Ich würde sagen, Herr Diepers. Ja, soziale relevante Themen waren immer Markenkern von Roten Rosen von Anfang an. Das ist auch etwas, was wir regelmäßig vom Publikum zurückgespielt bekommen, dass sie es gut finden, dass wir diese Themen aufgreifen und in einer Art und Weise, dass sie nicht belehrend sind. Um ein konkretes Beispiel zu machen, das ist dann eine Geschichte, dass vor 5 Jahren beispielsweise zum Abschaffen von Pappbechern der Lünebecher erfunden worden ist in der Geschichte, und der zieht sich jetzt komplett durch die Reihe durch. Es sind andere Sachen, die wir einfach versuchen, in der Geschichte vorzuleben. Es gibt zum Beispiel bei uns keinen Supermarkt im Bild, der nicht bio ist. Und dadurch wird man das einfach immer im kleinen Wissen mitspüren und miterzählen. Das ist das konkrete Storytelling, wo wir auch ganze Stränge drauf aufbauen. Ja, aber trotzdem, der Holzhammer ist nicht mehr so dabei. Das heißt, es ist so gelebte... Es ist gelebte. Der Holzhammer funktioniert auch nicht. Immer dann, wenn du einen Holzhammer machst, schalten die Zuschauer am Ende des Tages weg. Und das Interessante, was ich bei Rot Rosen auch immer wieder beobachte, es ist so eine schwierige Mischung. Wir haben ein sehr konservatives und auch nicht gerade das jüngste Publikum. Trotzdem ist das Publikum extrem progressiv. Und die Wünsche und die Vorschläge von dem, was sie sehen, womit man sich auseinandersetzt, wo sie dann einfach sagen, okay, das, was sie uns jetzt präsentiert, das ist für uns schon alter Kaffee, überrascht manchmal. Oder sie sagen, das finde ich interessant, will ich weitermachen, und so weiter und so fort. Das ist schon. Wenn es aber zu stark wird, dann sagen sie irgendwie schon, ja, tut mir leid, das habe ich jetzt schon 1000 Mal gehört und das Thema ist jetzt, das ist jetzt gerade en vogue und ihr versucht jetzt hier gerade irgendwie auf einer Welle mitzuschwimmen. Dann wirst du auch abgestraft.
Ja, ich glaube, Humor ist auch wichtig. Also wenn, es soll keine Komödie sein, aber wenn Sie es schaffen, Dinge so lustig unterzubringen, dann, dann kann das auch funktionieren. In Humor kann man sehr, sehr viel verpacken. Unsere andere Produktion drehen wir im Moment gerade in Straßburg, Parlament, später im Europäischen Parlament. Das ist eine Comedy, um genau solche Themen aufzugreifen. Da geht es auch um Mindeststandards in der zweiten, die Einführung von grünen Bookkeeping und der Regularien dazu. Und das würde man sich, glaube ich, gar nicht anschauen, wenn es nicht humoristisch wäre. Ja, so, Feline. Also ich lese Drehbücher, das wäre ja die erste Frage, nicht explizit unter ökologischen, aus der ökologischen Perspektive, aber ich glaube, die, ich habe die schon so immanent, dass es so ein bisschen mitschwingt. Als Schauspielerin ist es nun so, dass man, es kommt halt sehr drauf an, ob man jetzt, wenn ich jetzt die Kommissarin bin in einer Reihe, dann habe ich natürlich sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten. Und auch durch die Kontinuität in so einer Serie, wo ich eine Figur lange durchführe, habe ich mehr Möglichkeiten mitzubestimmen. Sonst komme ich als Schauspielerin relativ spät, ja, mit meiner Rolle ans Set. Und ganz viele Dinge sind schon besetzt und besorgt. Also, oder was meine Figur für ein Auto fährt oder ob sie ein Auto fährt, weiß ich oft gar nicht. Also neulich ist mir das passiert, da habe ich eigentlich eine Ökomutter gespielt. Und das ist auch was, wo man auch mal drauf achten müsste. Generell glaube ich, dass die Figuren mit einem ökologischen Bewusstsein nicht immer die nervigen, überdrehten, lustigen sind, sondern dass es auch coole Identifikationsfiguren, Protagonisten geben kann, die ein ökologisches Bewusstsein haben. Das müssen sie ja nicht immer so aussprechen, aber zum Beispiel halt, um diesen kleinen Unterschied zu nennen, nicht mit einem To-Go-Becher rumlaufen. Muss Kaffee getrunken werden überhaupt? Ist es notwendig? Und wenn, muss es aus dem Pappbecher sein oder kann die Person nicht einen Recap haben? Welche Autos werden gefahren? Müssen Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren werden? Auch dieses, ich habe in den sozialen Medien einen Beitrag gesehen, wo ich sehr lachen musste, wo Leute angegeben haben, was sie am meisten beim Filme gucken nervt. Und ganz oben war mit drin, dass es immer einen Parkplatz direkt vor der Tür gibt. Da wird dann natürlich auch ein Narrativ vom Autofahren erzählt, was mit der Realität der meisten Leute nichts zu tun hat, was aber geschönt dargestellt wird. Auch da, also schaffen wir natürlich durch Filme und Serien, schaffen wir erstens Identifikationsflächen und Sehnsuchts-, also Statussymbole. Und die sollten wir hinterfragen. Was erzählen wir da? Was wird als cool und begehrenswert dargestellt? Da habe ich auch ein Beispiel, wo ich es wirklich gemerkt habe. Ich habe in einer Kinderserie mitgespielt. Und diese Kinder finden einen Lottoschein und haben plötzlich Geld. Und was sie dann machen, ist, sie fahren mit einer Limousine durch die Stadt zu einer Villa, wo eine Poolparty ist mit Bikini. Girls. Und da geht es um 10-jährige Kinder. Und das, da dachte ich so, wirklich ernsthaft ist das das, was wir erzählen wollen, was Kinder machen, wenn sie alle Möglichkeiten haben? Da müssen wir ansetzen, neu zu denken und das aufzubrechen, was wir den Menschen erzählen, was, ja, was begehrenswert ist und was ein Status ist. Das müssen wir versuchen umzudenken und das halt auch alle gemeinsam. Ich glaube, da, also es gibt zwei Varianten des Storytellings. Einmal diese kleine mit Requisiten und auch Klamotten, wie viele Outfits hat eine Person, was erzählen wir da für Realitäten und wie, genau, was wollen wir eigentlich erzählen oder warum erzählen wir das? Erzählen wir das nur, weil wir das schon immer so machen oder gibt es nicht auch andere Sachen, hat sich nicht auch die Gesellschaft vielleicht schon geändert und wir sind da aber immer noch hinken da so ein bisschen hinterher. Und bei diesen, soweit es geht, versuche ich natürlich darauf Einfluss zu nehmen. Aber als Schauspielerin kommt man meistens erst sehr spät dazu. Und die Arbeit muss halt wirklich eigentlich mit Regie und am Drehbuch schon getan werden. Ja, aber auch da ist zu sagen, dass natürlich der Bundesverband Regie und auch Drehbuch, dass auch die an dem Thema Nachhaltigkeit und grünes Drehen beteiligt sind, dass auch da das Umdenken stattfindet. Und es hat natürlich sehr mit der Ganzheitlichkeit der Figuren zu tun. Und da gibt es auch schon einen Dialog. Aber wir kommen fast wieder zurück zu dem Thema der Zeit, die vorhanden ist oder die nicht vorhanden ist. Produktionen brauchen definitiv mehr Zeit. Es kostet sehr wahrscheinlich auch mehr Zeit. Es wäre eine Frage an Herrn Bergengrün, ob das ein Ergebnis der Studie zu den 100 Produktionen war, dass die Produzenten gesagt haben, wir brauchen mehr Vorbereitungszeit. Und
gleich noch als zweite, dass ich nicht vier Fragen stelle, zweite Frage hinten dran, der Green Consultant, der eine Muss-Vorgabe ist. Welchen zeitlichen Aufwand schreiben Sie ihm realistischerweise zu bei einer Produktion? Also es ist nicht nur Zeit, sondern es gibt auch Investitionen, die Sie tätigen müssen. Es kostet vor allen Dingen in der Umstellungsphase, kostet es in der Regel etwas, wenn Sie eine Produktion umstellen auf eine nachhaltige, ökologisch nachhaltige Produktion. Und ich sage in der Umstellungsphase, weil es sehr wohl sein kann, dass wenn Sie es dauerhaft installiert haben, dass es dann nicht mehr kostet oder sich sogar Einspareffekte generieren lassen, weil weniger Energieverbrauch. Aber in der Umstellungsphase kostet es Geld. Und jetzt zu den Green Consultants. Die Green Consultants haben mir nochmal mitgegeben, ich möge doch sagen, dass das überschätzt würde, wie viel sie kosten würden und dass die Honorare nicht so hoch wären. Also das könnt ihr was dazu sagen, aber ich würde sagen, im Vergleich zu den Budgets einer Film- oder einer Serienproduktion ist das, was ein Green Consultant kostet, absolut vernachlässigbar. Oh, ich hatte es eigentlich andersrum verstanden, aber gut. Green Consultants, Christa Lassen, waren die in den Teams, in denen Sie, in den Produktionen, in denen Sie jetzt gearbeitet haben, schon nur, dabei? Nur in der letzten, die ich jetzt beraten habe, aber grundsätzlich das Geld, was wir auch hier wieder vom Sender bekommen für den Green Consultant, entspricht leider wieder nicht der Realität, was er uns dann kostet. Ist so. Okay. Also eigentlich müssten die Etats erhöht werden. Mhm. Wenn die Vorbereitungszeit erhöht wird, bedeutet das auch, dass der Etat erhöht wird. Also es kostet uns tatsächlich leider mehr. So traurig das ist, aber wir kommen auch viel zu spät. Eigentlich der wichtigste Hinweis war wirklich Regie, Drehbuchentwicklung, Produzent. Da muss es einfach schon anfangen. Weil wenn ich anfange zu arbeiten, habe ich nur noch ganz kleine Stellschrauben, wo ich noch was machen kann. Ich kann ja, also da ist ja schon alles besprochen. Da gibt es das Drehbuch, da gibt es den Auftrag. Also ich glaube, da muss man wirklich ganz, 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 ganz vorne ansetzen. Ja, wobei, wenn ein Green Consultant mit ans Set kommt, ne, der bringt sehr, sehr viel mit, was dem Rest dann natürlich auch Zeit rettet, würde ich sagen. Arbeiten Sie mit Green Consultants zusammen, Herr Diepers? Im Moment aktuell mit einem externen. Wir haben aber auch in der Produktion eine Person, die als Green Consultant ausgebildet ist und kontinuierlich in der Produktion arbeitet. Das ist wieder der Vorteil einer Studioproduktion. Ist auch notwendig, weil die Prozesse, die wir haben, die stellst du auch nicht von heute auf morgen um, sondern es ist ein Umerziehungsprozess oder ein Lernerprozess. Und das dauert einfach ein paar Wochen. Und das würden wir natürlich dann auch nicht finanziell stemmen, wenn wir sagen, okay, wir nehmen einen Green Consultant vom freien Markt, weil wenn ich Tagesgagen zahle, sind sie nun mal höher, als wenn ich sie monatlich engagiere. Das ist ganz normal und auch branchenüblich. Es gibt ja einen Bundesverband der Green Consultants, der wirklich sehr schnell, finde ich, sehr gut seine Arbeit aufgenommen hat. Die Mitglieder wachsen stetig an, vor allem dadurch, dass es zwei Ausbildungseinrichtungen gibt, einerseits die IHK in München und andererseits die Medienakademie in Ludwigsburg, die Green Consultants. Hochschule der Medien in Stuttgart. Genau, wollte ich ja auch sagen. Genau. wollte ich auch sagen, vielen Dank. Die bilden aus und auch da waren Sie ja durchaus ein, das wird unterstützt von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, auch da waren Sie Initiator zusammen auch mit Philipp Gassmann, dem anderen, in München. Die Zertifizierung, die es da gibt, ist Voraussetzung für, ist auch eine Mussbestimmung. Ne? Das heißt, ein durch diese beiden Ausbildungseinrichtungen zertifizierter Green Consultant ist die richtige Person, die in der Produktion angeheuert werden sollte. Also wir grenzen das nicht in den Mindeststandards ein auf diese zwei Ausbildungswege, okay, sondern wir sagen wir geben bestimmte Parameter vor, wie lange es dauern muss, dass es man sich alle zwei Jahre wiederholt, um auszuschließen, dass da selbsternannte Green Consultants kommen, aber nicht beschränkt auf bestimmte Ausbildungswege. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Die Diskussion zwischen den Green Consultants ist ja die, dass man sagt, uns fehlt eine Datenbank. Also Datenbanken sind ja oft die Lösungen, aber bis jetzt ist es regional verschieden,
so dass es kleine vereinzelte Datenbanken gibt, in der Regel oder oft bei den Filmcommissions angesiedelt, die sagen, in unserer Region sind folgende Dienstleistungen nachhaltige Dienstleistungen zu bekommen. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Weg ist, auf dem sich der Green Consultants, der Bundesverband, befindet, dass die sich untereinander auch absprechen. Also das heißt, der Gedanke zu sagen, wir wollen etwas bewegen, wir wollen diese Branche nachhaltiger machen, der führt wirklich dazu, dass es sehr sinnvolle Kooperationen zwischen den Green Consultants gibt und einen wirklichen Wissenstransfer. Dennoch meine Frage, gibt es schon Überlegungen, also ich weiß es vom Bundesverband Szenenbild, aber gibt es anderweitig schon Überlegungen zu sagen, wir müssten da auf Bundesebene vielleicht einen Grundstock bilden, um so eine Datenbank schneller an den Start zu bekommen? Also ist vielleicht nicht genau das, was Sie meinen, aber uns beschäftigt das Thema Daten auf einem anderen Feld. Die MFG hat ja entwickelt vor 6 Jahren einen CO2-Rechner, der eigentlich mal nur gedacht war für Produktionen, die MFG beantragen, hat sich jetzt entwickelt zu einem deutschlandweiten Rechner. Und wir stellen den zur Verfügung der ganzen Branche. Aber was wir im Moment nicht tun, ist, diese Daten, die die einzelnen Produktionsfirmen dann mit dem CO2-Rechner erstellen, die dann wirklich systematisch auszuwerten. Das ist einfach noch ein Feld, da suchen wir im Moment nach einem Ansatz. Da wären noch viele Informationen zu gewinnen für ökologisches Drehen, was geht nicht. Und wir sind da dran, aber im Moment werden dann noch sozusagen wird dieser Schatz an Erfahrung und damit an Daten noch nicht ausreichend genutzt. Ist aber interessant, das an den CO2-Rechner zu knüpfen. Das ist das sozusagen das Tool, um nachzuweisen, um wirklich konkrete Zahlen auch des Verbrauchs und der Emissionen nachzuweisen. Kommen wir zu der alles entscheidenden Frage, glaube ich, jetzt zu fast Ende der Diskussion. Wie viele Produktionen, also dadurch, dass Sie ja sehr viele Sender im Arbeitskreis drin haben, sowohl Streaming-Dienstleister als auch VOD-Plattform, Produktion, Dienstleister. Wie viele Produktionen? Ich gehe davon aus, wenn das ZDF drin ist, dann sagt das ZDF, jede unserer Produktionen möchte doch versuchen, diese Mindeststandards zu erfüllen. Wir wissen auch, dass es das Label ja erst ein Jahr gibt, viele Produktionen noch gar nicht abgerechnet haben. Aber was ist Ihr Eindruck, wie viele Produktionen haben 2022 versucht, nach den Mindeststandards zu produzieren? Von wie vielen wissen Sie? Also wir wissen genau die Kontingente, weil die sind festgeschrieben auf der Website nachlesbar, wozu sich die Sender verpflichtet haben. Zum Teil alle fiktionalen Produktionen, die Hälfte. Ich kann Ihnen leider keine Zahl sagen, und das hat damit zu tun, dass das dezentral im Moment von Förderern und von Sendern geprüft wird. Wir haben aber vereinbart, dass zum Jahresende geliefert werden, die ganzen Zahlen, wie viel vergeben wird. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass wir dann einen statistischen Überblick haben. Und können wir im Januar, vielleicht Februar mehr sagen. Aber eines muss man natürlich sich klar machen. Produktionen brauchen lange. Zum Beispiel bei uns ist es ab dem 1. Januar Fördervoraussetzung gewesen. Aber die meisten von den Produktionen, für die das galt, denn das galt natürlich dann erst für die Produktionen, die dann nach dem 1. Januar beantragt haben, die haben jetzt zum Teil schon Zusagen, aber es sind wenige davon gedreht. Das heißt, bei uns in unserem Bereich laufen die Produktionen schon, aber für die das Label bekommen wollen, aber die Labelvergabe fällt dann eher ins letzte Jahr, also nächste Jahr. Das ist also ein langfristiger Prozess. Bei Sendern ist es aber zum Teil schneller, weil die kürzere Produktionszyklen haben als bei geförderten Produktionen. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Dann würde ich fast sagen, wir treffen uns nächstes Jahr wieder, denn eine Frage, die allen auch auf der Seele brennt, ist, wie gibt es nächstes Jahr neue Regelungen? Wie wird es sein? Ich glaube, dass das Jahr 2022 auf alle Fälle sehr, sehr hilfreich und lehrreich war. Und ich hoffe, dass wir heute hier mit einerseits ein paar Vorurteilen, aber auch mit guten Praxisinformationen dass wir die liefern konnten, dass wir den Tag der Akademie oder die Tage der Akademie mit einem interessanten Input dank Ihrer Anwesenheit füttern konnten.
und bedanke mich ganz, ganz herzlich im Namen aller bei Christa Lassen, bei Ihnen, Herrn Bergengrün, bei dir, Feline Roggan, und bei Ihnen, Herrn Diepers, und freue mich auf den weiteren Austausch und gebe jetzt im Einspieler sozusagen, der jetzt gleich nach diesem Panel läuft, die Möglichkeit, den anderen Urvater der grünen Produktionen kennenzulernen, nämlich den Philipp Gassmann. Vielen Dank.